Wir sind auf der Automechanika zu Gast bei der Euro Garant Auto Service AG und sind verabredet mit dem Vorstand Guido Kalter, mit dem Leiter Schadenmanagement Marc Leubel und mit dem Schadenleiter von Fleets International Enterprises Alexandre Concalves. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Der Anlass, warum wir uns hier zusammen treffen bei euch am Stand Guido Kalter, ist der Flotten- und Kfz-Versicherertag. Was hat es denn damit auf sich? Ja, was hat es mit so einem Flottentag auf sich und Versicherungstag? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben, wir sind ja regelmäßiges Mitglied hier auf der Automechanika und hatten sehr starke Diskussionen mit dem ZKF, ob wir mal ein anderes Konzept auflegen können, was nicht ausschließlich nur auf Werkstätten ausgerichtet ist, was natürlich sehr interessant ist und wir auch natürlich hier an der Stelle miteinander immer in Partnerschaft leben. Aber auch die Messe hat gemerkt, man muss neue Impulse setzen. Und die neuen Impulse sind auch ganz einfach in die Richtung, dass man sagt, okay, man öffnet sich. Man öffnet sich in Richtung der Fuhrparkbetreiber, in Richtung der Versicherungsinteressenten. Und da, genau das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen mal was ganz anderes. Wir laden genau Flottenverantwortliche, egal ob es aus dem Maklersegment, aus dem Segment der Fuhrparkmanager oder im Bereich der reinen Flotten ist. Wir haben sogar eine Leasing dabei gehabt, aber auch drei Herstellervereinigungen, die reges Interesse an uns hatten und gesagt haben, okay, so ein Flottentag ist ja mal eine ganz interessante Sache. Das ist ja mal was ganz anderes wie sonst die Jahre. Eine IAA gibt es nicht mehr. Eine Automechaniker könnte interessant sein, wir wissen aber nicht warum. Und da haben wir, ich sage jetzt mal, so einen Flottentag ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem ZKF, und haben gesagt, okay, an der Stelle bieten wir mal was Außergewöhnliches. Und wir haben an der Position, sind wir hingegangen, haben mal ein Konzept aufgestellt, weil hier sind auch alle Zulieferer, die wir in der Eurogrant im Zentraleinkauf als Lieferanten haben, und haben mit denen ein komplettes Programm, einen kompletten Tag gestaltet, um zu gucken, wie geht denn so ein Reparaturablauf in Stadt. Okay, also das könnte auch die beiden Welten sozusagen ein bisschen zusammenführen, die Werkstattwelt, die Flottenwelt und die Versichererwelt. Herr Leubel, Sie sind verantwortlich für die Inhalte hier gewesen und sind es für den heutigen Tag. Was sind denn so die Schwerpunkte? Also die Schwerpunkte ist ja der Reparaturablauf an sich, dass man den einfach mal live erlebt. Und da ist es letztendlich ganz wichtig gewesen, dass wir haben im Prinzip einen kompletten Reparaturablaufplan erstellt und haben hier den Fokus drauf gesetzt, wirklich dass einzelne Stationen von den Reparaturwegen für den Anbieter hier verfügbar war und für die Fuhrparkverantwortlichen. Und letztendlich ist es so, dass wir haben dann mit der Reparatur, mit allen Anwendungsmöglichkeiten, die man dazu hat und auch allen technischen Voraussetzungen, die man benötigt, natürlich in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten aus dem Zentraleinkauf, die uns im Prinzip das Fachwissen dann auch dementsprechend niedergelegt haben und somit dann eine Reparatur von A bis Z im Prinzip einfach mal auf technischer Ebene den Eingeladenen hier zugänglich gemacht. Welche Stationen gab es? Und da gab es einige Stationen. Wir sind angefangen heute Vormittag mit der Fahrzeugeingangsdiagnose, um das Kfz nach einem Unfall einfach zu diagnostizieren, was ist im Endeffekt genau passiert. Im weiteren Verlauf haben wir das Fahrzeug dann auch kalkuliert. Hier haben auch Fuhrparkverantwortliche tatkräftig mitgeholfen. Das war auch sehr schön anzusehen. Okay. Im weiteren Verlauf sind wir dann in den Karosserie- und in die Lackinstandsetzung gegangen. Haben da sehr viel auch über die Lacke und verschiedene Mechanismen, was man mit dem Blech alles in der Instandsetzung alles durchführen kann. Und zu guter Letzt ist dann noch die Ausgangsdiagnose erfolgt, sodass das Fahrzeug dann auch ordnungsgemäß die Werkstatt verlässt. Also, der Prozess wurde gezeigt. Herr Concalves, Sie waren dabei. Jawohl. Was ist so Ihr Eindruck? Was nehmen Sie mit von diesem Flottentag hier? Ich muss sagen, es war ein sehr interessanter Tag heute. Gute Ansätze, einfach mal was anderes. Tatsächlich als Kunde, weil Eurogrant unser Schadendienstleister ja ist, auch einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, eben zu wissen, hey, was passiert bei einer Schadenaufnahme, bei einer Diagnostik? Wie kommen die Zahlen in einem KV, wie kommen die zustande, wie kommen die da rein, wie ergeben sich diese verschiedenen Werte. Wie gesagt, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Das Schadenmanagement an sich, das weiß man, wie das funktioniert, aber was dahinter steht, wie die Arbeit funktioniert,
eben was dahinter steht. Das war also sehr das interessant. Verständnis für den Reparaturprozess zu haben, wenn man vom Schreibtisch aus absolut sozusagen den Schaden managt. Ja, absolut. Also das Verständnis für den, auch für die Reparatur Werkstatt, auch für die Kostenintensivität, die wir auch einige Male dann angesprochen worden ist. Also das war auf jeden Fall sehr interessant, ja. Was sind so für Sie die wichtigsten Aspekte als Flottenmanager, die im Schadenbereich unterwegs sind, wenn Sie an die Werkstatt denken und an die Abläufe? Naja, also im Prinzip guckt man natürlich immer als Dienstleister für einen Kunden immer nach Preis. Ja, aber es ist natürlich schwierig, weil heutzutage die Werkstätten auch schon am Limit sind. Und ja, hier muss man auch wirklich schauen, was da machbar ist und was da noch so geht. Prozesse sind, denke ich, auch wichtig. Kommunikation. Ja. Fleet bedeutet ja nie Stillstand. Nein. Also ihr müsst ja gucken, dass sozusagen auch die Mobilität gewährleistet ist. Warum ist da Eurogarant der richtige Partner? Naja, also es ist ja Service-Baustein ist ja auch die Mobilität, ob sie jetzt kostenlos ist oder auch nicht, ist wichtig für unsere Kunden, weil wir haben viele Kunden im Außendienst, im Vertrieb, die dann auch immer mobil bleiben müssen. Und da fahren wir ganz gut mit der Eurogarant. Okay, also Lob für Eurogarant und für die Dienstleistung, die ihr erbringt. Als Vorstand hört man das wahrscheinlich gerne, der Eurogarant Auto Service AG. Absolut. Wo geht es in Zukunft hin, wenn die Automechaniker jetzt hier zu Ende ist? Was steht dann als nächstes auf dem Programm für die Eurogarant Auto Service AG? Bei uns herrscht auch kein Stillstand, das kann man deutlich unterstreichen. Wir haben immer die Herausforderung, für den Kunden und für die Werkstatt zwei Welten zusammenzubringen. Das funktioniert vorwiegend heutzutage auf dem digitalen Weg. Wir versuchen näher wieder an den Endkunden, an den Fahrer ranzukommen, um dem ein gutes Entree bei der Schadenmeldung darzustellen, das auf dem digitalen Wege. Dort agieren wir jetzt sehr intensiv dabei. Wir optimieren im Moment sehr stark interne Prozesse, weil wir von externen Prozessen abhängig sind, die leider immer schleppender werden. Ich glaube, das wurde in der einen oder anderen Berichterstattung auch schon mal klargestellt, dass wir auch, wenn man als Dienstleister dazwischen hängt, ja, viele Sachen ausputzen muss. Das ist sehr, sehr aufwendig und genau auch dort Automatismen einfließen zu lassen, damit wir den hohen Qualitätsansprüchen, die wir gesetzt haben, auch gerecht zu werden. Das ist so unser Job im Moment, wo wir intensiv dran arbeiten. Also wir haben genug zu tun und der Zulauf aktuell gibt uns auch eindeutig recht, dass wir da auf dem richtigen Wege sind. Steht bald die Deutschlandtour an, das heißt, ja, man wird dann wieder auch unterwegs sein, quer durch Deutschland, diesmal auch im 17. Bundesland der Republik, auf Mallorca. Ja. Wir werden sehr gespannt sein, wie viel Inhalt und wie viel Strand es da gibt, aber bis hierhin erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke auf der Automechanica, eure Initiative hier. Viel Spaß noch beim Kommunizieren und Diskutieren hier am Messestand. Ihr seid ja auch noch bis Samstag hier, ja, und man kann auch noch weiter diskutieren. Vielen Dank für unser Gespräch und die Einblicke, Herr Konvalves. Sehr gerne. Schön, dass Sie da waren und noch weiterhin viel Erfolg hier auf der Messe. Das war's für uns erstmal hier vom Stand bei der Eurogarant auf der Automechanica 2024. Vielen Dank und eine gute Zeit. Also, Dankeschön.